Es ist der 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Endlich geht es weiter nach einer langen Pause. Der SC Freiburg gegen Union Berlin. Es gab einfach viel, viel zu erledigen. Doch jetzt wollen wir die Bundesliga-Saison noch zu Ende bringen. Jeden zweiten Tag gibt es eine Partie, damit wir vor FIFA 22 diese Bundesliga-Saison noch zu Ende bringen. Und hier haben wir heute den 14. Erster FC Union Berlin gegen den 15. gegen den Sportclub Freiburg. Und genau da wollen wir heute nämlich weiter zum Sieg kommen. Max Kruse für Union Berlin, der ehemalige Freiburger, der will heute natürlich seine Berliner zum Erfolg führen. Die laufen heute in Blau-Grau auf. Und der Sportclub Freiburg zu Hause natürlich in Rot-Weiß an diesem 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Ich bin froh, endlich geht's wieder weiter. Morgen gibt's auch wieder eine Folge Bier Pro mit den Straubing Tigers. Und wir gucken natürlich auf die Aufstellung der beiden Mannschaften. Wir haben Müller bei den Freiburgern im Tor, Günther Heinz, Lienhardt und Schmid in der Verteidigung. Dann Grifo, Höfler, Santa Maria und Salai und ganz vorne Demirovic und Höhler in der Offensive. So sieht's aus beim Sportclub Freiburg. Und die Gäste aus Berlin laufen auf wie Vollglute im Tor. Davor dann in der Verteidigung Grieselmann, Hübner, Knoche, Friedrich und Ryerson. Ingwarzen und Griesbeck in dem Mittelfeld und Bülter, Kruse und Gogia in der Offensive für die Berliner. Dreierspitze, zwei Mittelfeld und eine Fünferkette in der Verteidigung. Das wird alles nicht so einfach werden für den Sportclub Freiburg, die ja gucken müssen, dass man heute zu Punkten kommt. Gerade gegen diese Berliner im direkten Duell, gerade gegen den Tabellennachbarn aus Berlin, sollte man sich bemühen aus Freiburger Sicht. Das ist der Vorstoß erstmal im Keim erstickt. Langer Ball, abseits angezeigt und auch abseits gepfiffen. Da oben sehen wir Leipzig in der Tabelle ganz vorne. Und die Abseitsfalle der Freiburger gut funktioniert. Schmid. Schön abgelegt auf Salai. Der bringt die Flanke hinten. Kommt dann kein Freiburger mehr dran. Und Ryerson bringt den Ball ins Aus. Und es gibt Einwurf tatsächlich für den Sportclub Freiburg. Aber schlecht ausgeführt. Kein Freiburger da, der sich anbieten konnte. Freiburg allerdings mit viel Platz. Schön gemacht von Salai. Der bringt den hohen Ball. Schön gedacht vom Spieler des SC Freiburg, da den Ball kurz, aber effizient nach vorne zu legen. Und weiterhin, wir spielen auf Weltklasse. Ich habe jetzt tatsächlich lange nicht mehr gespielt. Und dann schön den Ball ins Aus befördert, wenngleich die Berliner mit dem Einwurf gut dazwischen gegangen vom Freiburger. Jetzt schön abgelegt, da ist Demirovic! Und er bringt den SC Freiburg in Führung. Und vorausgegangen war dieser Fehlpass, dieser Einwurf, der an den Sportclub Freiburg ging. Und da geht es schnell. Schön in den Lauf gespielt. Und dann hat Lute da keine Chance zur Abwehr. Schön gemacht von Demirovic, der den SC Freiburg hier mit 1:0 in Führung bringt. In der 18. Minute. Zweites Bundesliga-Tor für Demirovic. Und wie wichtig dieser Treffer ist für diese Mannschaft aus dem Breisgau, das wissen wir alle. Heute ein Sieg gegen den Tabellennachbarn aus Berlin. Und das könnte erstmal wichtige Punkte geben im Rennen um die Abstiegsplätze. Schön versucht. Kein Abseits dieses Mal. Gut gesehen vom Linienrichter. Aber der Kopfball relativ ungefährlich. Und weiter geht's. Wieder der Sportclub Freiburg über Schmid. Das gibt Abseits. Ja. In dem Moment, wo ich gedrückt habe, habe ich es gesehen.
Und da war der Freiburger ja deutlich im Abseits. Und dieser Ball, auch der, landet erstmal außen. Wieder schöne Passstaffette. Dazwischen gegangen, diesmal von den Berlinern. Auch hier wieder kein, doch abseits gepfiffen. Auch wenn er sich da beschwert. Und Gurgia. Gut erkannt vom Linienrichter. Oh, schön gelöst. Da ist Günther. Oh, schön auf Griffon. Der hat jetzt ein bisschen Raum. Der hat ein bisschen Platz. Der kann den Ball bringen. Der bringt den Ball. Kopfball und 2:0. Ja, was für ein Angriff des Sportclub Freiburg. Und das war absolute Spitzenklasse. Und das ist Hövler. Und noch einmal der schnell entsprungene Angriffsversuch. Und dann kommt er vorm Verteidiger der Berliner an den Ball. Und es war Höhler, nicht Hövler. Perfekt gemacht, Lute. Der zieht noch die Hände nach oben. Aber auch da keine Chance für den Verteidiger bzw. den Torhüter von Union Berlin. Wahnsinn, was für ein Spiel des Sportclub Freiburgs. Und ich hätte ernsthaft nicht erwartet, dass wir hier so eine Partie abliefern. Sondern ich hätte gedacht, nach dieser langen Pause haben wir ordentlich zu knabbern. Wieder schön gemacht, gut durchgesetzt. Demirovic, nochmal der Kopfball, aber Berlin ist da. Das wäre schon richtig bitter gewesen hier für die Berliner, gleich noch so ein Ding zu kassieren. Und Müller, heute noch nicht so viel zu tun bekommen. Aber der Ball war ein bisschen enthusiastisch. Und wieder der Einwurf der Berliner, nicht exakt genug ausgeführt. Freiburger kombinieren hervorragend. Boah, schön, da ist Höfner. Jetzt ist er wirklich da. Und Berlin bemüht, sich hier nicht unterkriegen zu lassen. Oh, Gurgia schnell unterwegs. Jetzt könnte man hier eventuell den Konter ansetzen. Aber Freiburg hat hier bislang alles im Griff. Und hier gibt's die Ecke für die Berliner. Hacke kommt scharf. Und Kopfball nach draußen. Und erneut die Ecke für den ersten FC Union Berlin. Aber Freiburg klärt und geht ja mit einer komfortablen Führung mit dem 2:0 in die Halbzeitpause. Zwei schöne Tore des Sportclub Freiburgs. Demirovic in der 18. Und dann war es Höhler in der 31. der den SC Freiburg hier auf Kurs bringt. Möglicherweise 3 Punkte aus dieser Partie am Ende mitnehmen kann. Mal gespannt, bei FIFA 22 müsste es ja dann auch schon das neue Stadion des Sportclubs Freiburgs geben. Vorsichtig, Berlin jetzt natürlich gefordert. Aber Freiburg erstmal dazwischen in Form von Salai. Und das gibt auch den Einwurf. Also der Berliner war da zuletzt noch dran. Und Heinz. Wäre der Freiburger heute noch nicht so arg getestet worden. Oh, schön gespielt. Da ist Griffon, aber wird dann aufgehalten. Friedrich zusammen mit Ryerson da unten. Wieder im Fokus Lukas Höhler, der Torschütze zum 2:0. Was für ein Fauxpas! Was für ein Fauxpas der Abwehrer! Was ist das denn? Da will er sich den Ball hochlegen und dann ist die Chance hier erstmal wieder zunichte gemacht. Schön gespielt, Demirovic. Abgelegt auf Salai und der am Tor vorbei. Wahnsinn!
Hätten sie vielleicht auch noch einen Ticken besser machen können. Vielleicht wäre die Anspielstation auf Höhler die vermeintlich bessere gewesen. Sei es drum, Gudja geht. Und für ihn kommt der neue Mann, der Berliner. Für ihn kommt Becker. Schön gemacht von Santa Maria. Auch hier wieder die Lücke finden. Freiburg zieht sein Spiel auf die Außen. Sucht sich mit viel, viel, viel Gefühl die Lücke erneut durch die Abwehr der Berliner. Freiburg beim nächsten Spiel zu Gast in Köln. Und auch da wieder relativ ungefährlich, gut verteidigt von den Defensiven des Sportclub Freiburg. Schön gesehen. Grifo. Aber auch er kommt nicht vorbei. 71. Minute läuft. Auch schön gemacht von Becker, der neue Mann. Bringt die Flanke. Allerdings zu ungenau und somit kein Problem für die Mannschaft der Freiburger hier zu verteidigen. Das Spiel läuft. Santa Maria mit dem Schuss versucht's außerhalb des Strafraums. Und Union zunächst dann beim FC Schalke 04 zu Gast oder zu Hause. Nächstes Jahr in der zweiten Bundesliga zu sehen. Schön weitergegeben, da ist Günther. Aber die Berliner lassen nicht mehr ganz so viel zu, versuchen jetzt nochmal den Druck zu erhöhen. Kommt nochmal eine hohe Flanke, aber auch die von der Freiburger Verteidigung unterbunden. Santa Maria. Ach, schade. Und je mehr man da einfach drüber nachdenkt, umso schwieriger wird's. Wenn es dann so aus dem Affekt läuft, das ist eigentlich die beste Situation. Oh, der Kopfball kommt und Müller. Ganz sicher der Rückhalt der Freiburger in dieser Situation. Aber Berlin erhöht nochmal den Druck in der Nachspielzeit. Von rechts nach links zu spielen, ist einfach für mich schwer. Aber es reicht! Es reicht zum 2:0-Sieg des Sportclub Freiburgs. Wunderbar gespielt. Verdient gewonnen. Diese zwei Tore in der ersten Hälfte, die haben gereicht für den SC Freiburg, um die Punkte in Richtung Union Berlin erstmal wieder gut zu machen. Wir schauen natürlich gleich noch auf die Tabelle. Daumen nach oben für dieses Video. Ich bin froh, endlich wieder aufzunehmen. Es hat mir richtig gefehlt, aber wie gesagt, die Zeit, die war einfach nicht da im Moment. Und jetzt geht es aber weiter und jetzt gucken wir auf die Tabellensituation. Jetzt schauen wir drauf, wie es denn aktuell steht nach 21 gespielten Spieltagen. Also Freiburg auf der 13, wir haben es schon gesehen. Fangen wir aber oben an, der FC Bayern. Zwei Punkte jetzt vor RB Leipzig. Dahinter Wolfsburg, Leverkusen, Frankfurt und Dortmund. Die Hertha auf der 7 vor Werder Bremen. Dann Schalke auf der 9, der FC Augsburg auf der 10. Dahinter der FSV Mainz und dann Gladbach, Freiburg und Hoffenheim mit Union Berlin. Also da sind es nur zwei Punkte Unterschied zwischen Gladbach und Mainz, schon 5 Punkte. Aber wichtig natürlich auch der Punktgewinn für den SC Freiburg, denn da hat man jetzt erstmal den VfB Stuttgart mit 4 Punkten auf Distanz, 7 Punkte auf Bielefeld und sogar 9 auf den ersten FC Köln, der nächste Gegner des Sportclub Freiburgs. Das wird eine interessante Partie. Unbedingt wieder einschalten. Am Montag geht's weiter. Ich freue mich drauf. Danke fürs Zuschauen. Nochmal Daumen nach oben und dann geht's bald weiter hier. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.